Scheiße. Ab geht's! Auf geht's! Jetzt! Zu Ende! Fix es! Ja, genau. Botschaft ist. Und auf geht's zur Wiesn. Prost! Guten Morgen beim zweiten Tag des großen Wiesenchecks. Wir sind jetzt hier auf dem Luxschwagel mitten im Trachtenumzug am Wiesensonntag. Und die Leute auf dem Wagen sind alle gut drauf. Und mir schmeckt es auch schon wieder. Wir hatten auch auf dem Luxschwagel ein paar Gäste aus Weiterstadt bei Darmstadt. Wie hat es euch denn gefallen? Es war wie jedes Jahr, war es super. Und wir freuen uns, dass wir da mitfahren dürfen. Es ist eine Ehre, auf dem Wagen mitzufahren, weil das ist ein Erlebnis, was man im Endeffekt einfach erleben muss. Ja, und was Schönes gibt es nicht. Jetzt haben sie so ein bisschen Understatement gemacht. Sie hätten sie mal auf dem Wagen sehen müssen. Eine Laola-Welle nach der anderen schoss über den Wagen. Und jetzt kommt der Herr des Wagens, der Franz Luxch. Genau so ist. Ich habe mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Wir bedanken uns. Ihr habt euch auch richtig bayerisch angezogen heute. Ja, so wie es dazugehört. Wir sind ja Bayern. Eben, genau. Also kurz vor der Landesgrenze, da ich sagen, oder? Oder seid ihr Münchner? Wir kommen aus Augsburg eigentlich. Aus Augsburg. Also aber sind nach Weiterstadt, nach Hessen verschlagen. Ja, da siehst du es. Und aber dann kommen sie immer wieder zurück zu den Wurzeln. Bei so einer Einladung muss man einfach kommen. So ist genau. Auch die Schwaben sind dabei. Ja. Und die Thüringer. Ja, da siehst du es. Die Mauer, wenn nicht gefallen war, waren die nie zu so was Schönem gekommen. Da hatten wir unseren Zwiebelmarkt in Weimar. Wir sind in der Wiesn angekommen. Wir waren auf dem Luxschwagel. Und gezogen haben uns die Pferde der Nepomuk, alles klar, der Ronny und die Ramona. Und das hier ist der Herr Spitzhauer, der Herr dieser Pferde. Und er hat uns schön auf dem Weg zur Wiesn gezogen oder hat die Pferde überredet, dass sie uns ziehen. Sie sind jedes Jahr auf der Wiesn, ne? Seit 27 Jahren, ja. Und das ist ja auch eine Riesenarbeit. Wann müssen Sie anfangen? Wann müssen Sie die Pferde nach München bringen? Oder sind Sie aus München? Ja, am östlichen Rand von München. Also da, wo jetzt die neue Messe ist ungefähr. Ah, okay. Ja. Und zwar, die Vorbereitungen kann man eigentlich an dem Tag, wo man nach München fährt, nicht mehr machen. Da ist man Wochen davor schon beschäftigt, die Wägen herzurichten, die Geschirre zu putzen und die Pferde zu waschen. Und dann an dem Tag, da muss das innerhalb 2 Stunden, also sprich, heute zum Beispiel haben wir um 5 Uhr angefangen, um 6:30 sind wir daheim weggefahren. Dann haben wir um 4 Uhr eingespannt und jetzt sind wir da. Und schön war's. Zum 18. Mal sind wir jetzt dabei mit dem Luxschwagerl. Ja. Wir haben die große Ehre, dass wir von dem besten Kutscher Deutschlands gefahren werden. Es ist nämlich wichtig, dass du sicher auf die Wiesn kommst. Das muss man wissen. Und wir können uns nur sicher fühlen. Und ich kann an alle Fernsehzuschauer jetzt nur sagen, dass der Norbert Spitzhauer dieses Jahr der erste und einzige war, der abgenommene Pferde und Fahrzeuge gehabt hat, Fuhrwerke. Denn vor der Auflage hat der Norbert Spitzhauer einen TÜV gemacht für seine Fahrzeuge. Ja, er hat sich das quasi zertifizieren lassen als einziger Betrieb Deutschlands, Bayerns natürlich, ja, wir reden eigentlich nur von Bayern. Deutschland ist uns im Grunde genommen gar nicht wichtig. Und wer in Zukunft gerne sicher und gut mit einem Fuhrwerk, egal zu welchem Anlass unterwegs sein möchte, der ist am besten aufgekommen in Parsdorf bei der Familie Spitzhauer, www.spitzhauer-hof.de, glaube ich. Da sind wir daheim. Und ich habe mich auch sehr sicher gefühlt auf der Fahrt. Es gab einen schönen Leberkäse, es gab ein schönes Bier und ein paar Herzl. Ich war froh, wieder dabei sein zu dürfen. Und jetzt gehen wir auf die Wiesn und lassen uns schmecken. So ist es, genau. Uns auf dies. Uns auf dies. Wir sind ja in der Münchner Knödelei auf der Wiesn. Und neben mir steht der Oberndorfer, der Chef des Zeltes. Und ich liebe ja eigentlich solche kleinen Zelte. Und ich habe auch schon eben einen Blick in die Speisekarte geworfen und ich war sehr, sehr angenehm überrascht.
Ja, wir sind ja klein, aber fein. Wir haben, glaube ich, eine ganz ausgefallene Speisekarte. Natürlich alles rund um den Knödel, vom Spinatknödel über Steinpilzknödel, über Karstknödel, alles, was das Knödelherz begehrt. Und ja, haben, glaube ich, wirklich ganz, ganz feine Gerichte für Alt-Jung auf der Speisekarte. Und einfach noch einmal ein probieren, das werden wir sehen, schmeckt richtig gut. Ich denke mal, das ist ein Tipp, das ist ein Zelt, wo man nicht nur zur Nahrungsmittelaufnahme zwischen den Bieren hingehen kann, hier kann man auch zum Essen hingehen. Ein wunderschöner Wiesenteller und alles das, was ich brauche. Wir haben Radiesel. Das ist ein Brotzeitteller. So mag ich. Schön angerichtet. Das ist auch was. Wir packen's, jetzt geht's los. Rutschen Sie mit. Oh, wir packen's, jetzt geht's in ein Oben. So, ich habe die Anna gefunden. Eine der Highlights der Wiesn. Anna, wie gefällt dir die Wiesn dieses Jahr? Dieses Jahr ist es noch besser als all die anderen Jahre. Okay, und die Mädels sind einmal da. Wo geht ihr hin? Wo ist euer Ziel auf der Wiesn? Schottenhamel. Schottenhamel? Mhm. Weil das Essen so gut ist? Oder weil die Musik so geil ist? Oder weil die Musik so geil ist. Im Schottenhamel? Ja, beste Musik. Also Tipp, im Schottenhamel ist die Musik geil. Wer richtig Party machen will, und geht in Schottenhamel. Okay, da war ich noch nicht. Da gehen wir auch heute nicht mehr hin, oder? Doch. Warum? Was ist denn mit dem Maulhusel so geil? Das ist schön, ja. Lädst du mich jetzt ein ins Maulhusel? Nein. Warum nicht? Weil ich jetzt mit meinen Geschwistern Geisterbahn fahren gehe. Okay, das wäre jetzt selber gewesen, als mit mir ins Maulhusel zu gehen, oder nicht? Doch, wär's. So, dann musst du mir jetzt Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. Viel Spaß. Danke. Wir sind jetzt hier in der Boschner Hühner- und Entenbraterei und der Chef sitzt neben mir, der Christian. Und es ist auch wieder eines der kleinen Zelte, wo es uns sehr, sehr gefällt, wo man zum Essen hingeht. Nicht nur zur Nahrungsaufnahme zwischen den Bieren. Einmal, wenn ich ein lecker Essen, wenn ich die Leute hier sehe, die essen die Hühner, die Enten, die Teller sind vernünftig angerichtet. Aber jetzt trinken wir es mal mit dem Chef ein Bier. Christian, wie läuft es hier? Es läuft eigentlich wie immer sehr gut. Wiesn, typische Stimmung, alles in Ordnung, alles bestens. Wir freuen uns drauf. Herzlichen Glückwunsch. Prost. Sieht das nicht lecker aus? Hier ein Rosmarinzweig, da ein Thymianzweig. Wenn ich dran drücke, ist schon knusprig. Also, lecker sieht's aus. Und jetzt lassen wir uns schmecken. Christian, du kriegst die Ente. Wie gehe ich an so eine Ente ran? Jetzt mal so für den Dummen. Wo fange ich bei der Ente an? Aufschneiden kann man, wo man möchte. Das schönste Stück ist die Brust. Und da würde ich einfach mal beginnen. So, jetzt blenden wir weg. Jetzt fangen wir mit Essen.